Hey Leute, heute backen wir zusammen dieses knusprige und leckere Weizen-Sauerteigbrot. Dazu braucht es kaltes Wasser, helles Weizenmehl, dunkles Weizenmehl, 6 Gramm Salz, 6 Gramm Frischhefe und Sauerteig. Zur Sauerteigherstellung verlinke ich dir gerne ein Video am Ende. Das Ganze wird für 15 bis 20 Minuten bei mittlerer Geschwindigkeit geknetet. Sauerteig ist zurzeit voll im Trend, denn er hält das Brot lange frisch und verleiht ihm ein wunderbares Aroma. Je nach Küchenmaschine verläuft der Knetprozess etwas länger oder weniger lang. Dazu mache ich zum Testen immer die Fensterprobe. Wie funktioniert die? Ich nehme mir ein Stück Teig, forme mir daraus eine Kugel und ziehe diese auseinander, bis ich fast hindurchsehen kann, bis sich so ein Fenster bildet. Wenn der Teig reißt, dann ist er noch zu wenig geknetet. Wenn du ihn so auseinanderziehen kannst, dann ist der Teig optimal geknetet. Hier ist teilweise etwas Geduld gefragt. Einfach so lange kneten, bis die Fensterprobe funktioniert. Den gebe ich mir jetzt auf den Tisch, forme eine runde Kugel, das mache ich gleich unregelmäßig mit den Händen und lasse ihn mir für 90 Minuten aufgehen. Nach diesen 90 Minuten ist der Teig schön aufgegangen. Den löse ich nun vom Tisch, ganz vorsichtig. Und lege mir den Teig auf ein Backblech mit Backpapier. Im Anschluss nehme ich mir ein Sieb und bestäube das ganze Brot mit Weizenmehl. Nun verleihe ich dem Brot das rustikale Aussehen, dazu nehme ich ein scharfes Messer und mache wilde Linien rein, manchmal auch quere Schnitte oder Halbkreise, ganz unregelmäßig ins Brot rein. Das verleiht dem Brot diese rustikale Form. Wenn du ein gleichmäßiges Brot willst, dann den Teigling 30 Minuten in den Kühlschrank stellen, damit der Teig schön fest wird und im Anschluss dein Muster in den Teig schnitzen. Das Brot wird nun bei 230 Grad Ober-Unterhitze für 40 bis 50 Minuten goldgelb gebacken. Wenn das Brot in den Ofen kommt, nehme ich mir einen Wassersprüher und sprühe wild unten rein, damit Dampf erzeugt wird. So, voilà! So sieht das wunderbar rustikale Weizensauerteigbrot aus. Unbedingt nachbacken. Herrlich, lecker, super Aroma, saftig und es bleibt wirklich lange frisch. Für weitere Tipps und Tricks rund ums Brotbacken kannst du ab sofort mein erstes Backbuch vorbestellen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Das Rezept zum Nachlesen findest du hier links. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Gib mir eine Rückmeldung, schreib mir in die Kommentare. Gefallen dir diese kurzen Videos? Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.